Hallo und herzlich willkommen bei der Dienstagspolitik mit der wundervollen Romy Höhne. Und vorne mit dem großartigen André Lampe. Hallo André, hallo alle zusammen. Ich meine, wir stehen vor einer letzten Entscheidung. Nochmal zusammengefasst. Wir können jetzt uns einloggen. Das machen wir auch gleich. Wir wissen, dass anscheinend das Goldfels seit längerem tot ist. Wir spielen jetzt wir sind jetzt am fünften Tag in-game heute. Und das Goldfels, die Kommunikation, die wir mit Goldfels in irgendeiner Form gesehen haben, die live war, war von jemand anders. Und es stellt sich heraus, dass das Juliet Carrington war, die immer eher eine zurückhaltende und gemäßigte einen Anschein gemacht hat, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und die hat dafür gesorgt, dass Nina Maternova angestachelt wurde, Bomben mit maximaler Opferzahl quasi passieren an drei Stellen. Also, dass es tatsächlich Anschläge mit Opfern gegeben hat, weil Juliet Carrington sich als Goldfels ausgegeben hat und sie sieht das als einzigen Weg, weil die zahmen, die konstruktiven Protestformen, die sie bisher organisiert hat, da hat sie gesehen, dass man da einfach keine Aufmerksamkeit bekommt. Das ist, glaube ich, so die Zusammenfassung, die bei mir hängen geblieben ist. Mhm. Die Grenze des legitimen Protests erreicht. Ja. Für Legalen auf jeden Fall. Genau, und wir haben jetzt quasi, der Eingeweihte hat auch noch Sachen irgendwie mit Orwell gemacht und hat sich reingehackt und im Prinzip haben wir jetzt zwei Möglichkeiten, die uns offen stehen. Entweder Juliet zu folgen und das ganze System zerfallen zu lassen oder quasi dem Eingeweihten zu folgen und quasi eine Akte über Catherine Delacroix anzulegen, der Sicherheitsministerin, und quasi die eine Galionsfigur, die das Ganze aufgesetzt hat, zu entblößen und hoffentlich so eine Diskussion darüber anzustreben. Das ist so das, was sie noch weiß. Und wir gucken jetzt mal, an welcher Stelle wir drin sind. Und ich glaube, wir müssen noch mal kurz uns das durchlesen oder da durchgehen. Ja. Genau, tun Sie das Richtige. Ja, genau, Ermittler. Also es wird hier quasi direkt mit uns gesprochen, weil sie sich der Fest, also weil alle sich der Überzeugung sind, dass wir als Ermittler quasi auf jeden Fall dieses Gespräch mitlesen werden. Und dann stellen sie uns vor zwei Entscheidungen, nämlich okay, und sie haben quasi abgestimmt, ob sie uns vertrauen, auch noch. Und das hing damit zusammen, was wir für Entscheidungen gefällt haben. Ja, welche Informationen wir weitergegeben haben. Genau. Wir haben irgendwie in ihre Akten geguckt und haben festgestellt, glaube ich, größtenteils, dass wir nichts Weltbewegendes weitergeleitet haben, sondern mit den Daten, wo halbwegs sorgsam umgegangen sind, was irgendwie die Grundlage für Vertrauen oder Nicht-Vertrauen war. Und ich glaube, an einer Stelle haben wir anders entschieden, weswegen irgendwer uns nicht vertrauen wollte. Aber wir haben ja dann mit Mehrheitsentscheid dennoch das Vertrauen ausgesprochen bekommen. Genau. Der Eingeweihte sagt, ich werde Delacroix eine Zielperson machen. Ich glaube sogar, ich kann Ihnen Zugang zu Ihrem Rechner beschaffen. Und Juliet, willst du das hier nochmal vorlesen? Alles vorlesen? Das hier. Mhm. Ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn Sie mich dafür verurteilen und belasten, was ich getan habe. Ich denke, ich verdiene es. Als Abraham aufhörte, für Rosenthal und die Regierung zu arbeiten, hat er alle Informationen, die er auf seinem Rechner hatte, geklont und im Büro versteckt. Das hat er mir gesagt und ich habe seinen Rechner wiederhergestellt. Das System bootet in ein paar Minuten automatisch. Sie werden dann Zugang zu allem haben. Sie brauchen lediglich die UID dieses Rechners zu finden. Sagen kann ich sie Ihnen hier nicht. Orwell zeichnet ja keine Data Chunks auf. So, und Ihr Plan ist, ich muss da nochmal zurückgehen, irgendwo
Ja, also wir sollen quasi einem entweder das ganze System auseinandernehmen mit den Sachen von Juliet oder nur Delacroix. Oder was heißt nur? Oder wir können Delacroix, also quasi das System weiter benutzen und Delacroix entblößen. So habe ich das jetzt verstanden. Aber wir werden uns jetzt angucken, was wir an neuen Optionen haben. Wir haben Reader und Insider. Ich bin schon ein bisschen... Und wir haben tatsächlich auch schon irgendwo Delacroix, oder? Catherine Delacroix haben wir. Ja. Ja, dann gucken wir erstmal und machen eine Bestandsaufnahme. Wir haben eine bedeutungsvolle Nacht. Okay. Da haben wir... Achso, da haben wir so einen Data-Chunk gehabt, den wir nicht hochladen wollten. Richtig. Mhm. Ansonsten haben wir hier anscheinend... Doch. Die Partei. Was ist hier neu? Ah! Wir könnten ein Profilbild von Catherine Delacroix hochladen. Auf jeden Fall. Ach ja, stimmt. Warum bin ich eine Zielperson? Nun gut, soweit verstehe ich noch Spaß. Wagen Sie es nicht, noch einmal mehr über mich zu extrahieren? Oder möchten Sie, dass ich Sie als Verräter einstufen lasse? Oh, sie droht uns. Das ging schnell. Mhm. Sie ist Sicherheitsministerin und hat das Sicherheitsgesetz erdacht. Ja, das können wir ja erstmal hier stehen lassen. Ich finde wichtig, dass wir quasi erstmal ein Bild von ihr da stehen haben und dann gucken wir, was wir noch so haben. Das ist dann irgendwie schöner. Ah, namhafte Alumni, das wird wahrscheinlich auch Catherine Delacroix sein. Das heißt, wir können, also dass Delacroix eine Person ist, das hat ja der Eingeweihte quasi gemacht. So, der Eingeweihte hat uns einen Desktop freigeschaltet und wir haben einen Desktop von Catherine Delacroix. Und wir haben auf dem Notebook von Juliet Carrington noch irgendwas, aber... Ja, womit fangen wir an? Mit der Eingeweihte oder mit Delacroix? Der Eingeweihte, keine Ahnung, ist das das, was... Ich würde mit dem Eingeweihten anfangen, so ganz klassisch von oben nach unten. Juliet... Protokollsicherung... Erklärt sich jetzt, wer der Eingeweihte ist? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall meine Fresse, was ist das denn alles? Ja, womit wollen wir anfangen? Die mit den TXT-Files? Ich würde sagen, lass uns einfach links oben anfangen und dann vorarbeiten. Oh Mann, ey. Achso. Audio eigentlich okay? Ich habe das Gefühl, die Musik ist ganz schön heftig gerade. Aber sagt ihr mal was? Desktop Juliet TXT arbeitet bei Rosen. Zufall? Scheint friedliche Proteste organisiert zu haben. Ex von Harrison. Etwas zu schüchtern. Vielleicht versteckt sie was. Sollte wohl mal mit ihr sprechen. Okay, das sind quasi Notizen an sich selbst. Dann machen wir hier mit Harrison. Ignoriert Apes Absichten, hat wahrscheinlich Proteste angestachelt, aber Abe hätte das nie zugestimmt. Okay, Musik könnte leiser. Ein bisschen leiser. Hat wahrscheinlich Proteste angestachelt, aber Abe hätte nie zugestimmt. Super Ben klingt wie Red King. Große Klappe, nichts dahinter. Eher kein Terrorist. Betreibt die neue Thought-Seite, könnte versuchen, die anzugreifen, um seine Aufmerksamkeit zu kriegen. Webserver ist... FTP, The Thought, TNA, Passwort, sehr kreativ. Ist das Leadspeak? Kann mir mal jemand helfen? Aus Tech... Kann man da... Nee, ich glaube nicht, ne? Oder doch? Aus
Detective? Keine Ahnung. Wieso arbeitet ihr jetzt für TNB? Tarnung? Fragezeichen. Will mir Angst machen, lol. Klugscheißer? Lass ihn erstmal schön durch meine Timeline wühlen. Aha. Rosenpraktikum. Bestätigung über ein absolviertes Praktikum. Hiermit bestätigen wir Mr. Temba von Billion. Praktikant bei Rosen Technologies vom Februar 2014 bis Juni 2014. Er war in der Abteilung In-House Security tätig. Die Aufgaben des Praktikums wurden mit außerordentlichem Erfolg abgeschlossen. Okay. Mr. Temba von Billion ist der Eingeweihte. Interessant. Das werde ich den Teufel tun, das hochzuladen. Mhm. Ist halt blöd, dass Catherine Delacroix jetzt auch unsere direkte Ansprechpartnerin ist. Ein bisschen. Also, wir müssen uns halt schon echt sicher sein, was wir hochladen, damit wir nicht das Falsche hochladen. So, Protokollsicherung Goldfels 012 TXT. Sie bitte tut das nicht. Okay. Soll ich Goldfels lesen und du sie? Ich versuch's, ich kann es nicht so richtig gut erkennen. Ja, dann kann ich beides lesen. Das ist kein Problem. Sie, bitte tu das nicht. Goldfels, mein Freund, ich weiß deine Sorgen zu schätzen und ich verstehe sie. Auch ich habe das schier endlos abgewägt. Aber das Ereignis dieser Überlegungen ist schlichtweg anzugreifen. Sie, verstehe ich nicht. Bei was einzugreifen? Warum sagst du es mir nicht? Goldfels, ich kann nicht riskieren, es dir zu erzählen, jedenfalls nicht jetzt. Goldfels, ich werde bei Rosentech eingesetzt. Das ist alles, was ich sagen kann. Sie, diese Regierung hat mir die Chance auf eine bessere Zukunft genommen. Sie, eine Zukunft hier, mit meiner Schwester. Sie, und ich werde nicht untätig zusehen, während die vernünftigste und klügste Person, die ich kenne, so eine miese Nummer abzieht, nur um auch von der Regierung verdorben zu werden. Goldfels, die Gelegenheit, einen solchen Einfluss auf unser aller Zukunft zu haben, gibt es nur einmal im Leben. Bitte versteh das. Sie, Bullshit! Es wird immer Gelegenheiten geben, etwas gegen die Regierung zu tun. Sie, auch dir ein paar Leute... Such dir ein paar Leute, bau eine Gruppe auf, finde Gleichgesinnte. Sie, so wie mich. Sie, und dann starten wir einen Guerillakrieg. Goldfels, überleg mal, was du sagst. Bedenke die Ereigniskette, die dadurch in Gang gesetzt werden könnte. Ich gründe eine Zelle für diesen Guerillakrieg. Dann rekrutiere ich Mitglieder. Rufe zu den Waffen. Dann setzen wir unseren Plan um. Vielleicht begehen wir sogar Anschläge, die Menschen töten. Dann würden sie nur die Sicherheitsmaßnahmen erhöhen. Nichts würde anders. Oh Gott, gründete Thought als terroristische Vereinigung, um Bombenanschläge zu... Nee, ich denke nicht. Sie, mir reicht's. Sie, du bringst nur Ausreden, du bist kein Stück anders als jeder andere auch. Sie, für dich geht's nur ums Geld, sonst nichts. Goldfels, mach dich nicht lächerlich. Sie, das war das letzte Mal, dass wir gesprochen haben. Ich werde... deinen Blog nicht mehr lesen. Ich werde ihn nicht mehr kommentieren. Wird mir egal sein. Ich bin einfach weg. Puff. Goldfels, nun gut. Ich verstehe. Du bist noch jung. Du hast Feuer. Es ist in Ordnung, wenn du die Handlung eines dummen alten Mannes nicht nachvollziehen kannst. Ich würde mich wohl nicht anders verhalten. Vielleicht ist es dann an der Zeit, dass sich unsere Wege trennen. Sie? Allerdings! Goldfels, ich hoffe, du wirst irgendwann alles erreichen, was du dir erhoffst, mit friedlichen Mitteln. Und du wirst in der Lage sein, dein Leben frei zu leben. Du wirst immer der zuerst in meine Gedanken Eingeweihte sein und sie durch deine regelmäßigen Kommentare unter meinen Posts angeregt haben. Zumindest das wird immer so bleiben. Leb wohl. Was? Ach, das ist ein Chat, den er 2012, der Eingeweihte mit Goldfels hatte, noch bevor Goldfels zu Rosentech gegangen ist? Klingt ein bisschen danach.
dass Goldfels da gerade angefangen hatte. Krass. Oder im... Okay, Protokollsicherung. Winston? Winston? W1N5T0N 077txt? Neues Profil angelegt. Winston, okay. Also sie ist bezogen auf der Eingeweihte dann. Also, hey Winston! Winston, was geht, Alter? Also, hast du von den Bondner Anschlägen gehört? Sichi! Also, Winston, Sichi, war sogar hier in den News. Was damit? Der Eingeweihte hat ein bisschen rumgestochert. Ich kenne ein paar Leute, die dahinter stecken könnten. Winston, was? Der Eingeweihte hat mit denen gesprochen, die glauben, aber die Regierung steckt mit drin. Also gibt's jetzt zwei Möglichkeiten. Diese Leute wollen mich verarschen oder da steckt mehr dahinter. Ich muss Letzteres ausschließen. Du weißt nicht zufällig, was bei der Regierung der Nation so läuft, oder doch? Winston? Tatsächlich vielleicht doch. Hab da so ein Gerücht gehört. Der Eingeweihte, was denn für ein Gerücht? Winston, ein Kumpel meinte, er kennt da so einen Typen, der sich X2-Think nennt und von der Regierung rekrutiert wurde. Der Eingeweihte rekrutiert für was? Winston, für ein System namens Orwell. Eingeweihte, Orwell? Wie der Schriftsteller? Was soll das sein? Winston? Ja, genau wie der. Ist alles ziemlich vages Zeug, was das Ding kann. Allerdings deutet alles auf crowdgesourced Überwachung des Netz als Ganzes hin. Dafür holen sie Leute von außerhalb der Nation ran. Super heimlich, still und leise und so. Der Eingeweihte, was? Bist du sicher? Winston, geh vom Schlimmsten aus. Der Eingeweihte, warum sagst du mir das erst jetzt, Mann? Winston, wie ich meinte, alles noch super vage, Buschfunkzeug halt. Der Eingeweihte, und wo ist da jetzt die Verbindung zu den Anschlägen in Bonden? Winston, das System ging am 13. April online. Klingelt's da? Der Eingeweihte, ach du Scheiße. Winston, yo, das trifft's ganz gut. Der Eingeweihte, noch was? Winston, im Mom nicht. Ich schau, dass ich was rauskrieg. Der Eingeweihte, danke Mann, schulde dir was. Winston, worauf du einen lassen kannst. Okay. Jetzt kommt großer Bruder, oder sollen wir erstmal die Textdateien? Nee, mach mal. Okay. Betreff großer Bruder. Savu Bona Umfevetu. Klopf, klopf, großer Bruder. Na, wie ist das Leben in der Nation? Immer noch so quirlig, wie als du mir den letzten Brief geschickt hast? Das hoffe ich doch wohl. Ich kann mich jetzt endlich in ein ungesichertes WLAN von einem der Häuser auf der anderen Straßenseite einhängen, sodass ich nicht mehr dauernd rumlaufe und nach Zeug suchen muss. Da muss ich dir natürlich erstmal eine Mail schreiben. Großer Bruder, ich weiß, dass du immer noch so unentschlossen bist, mich in die Nation nachzuholen. Ich schreibe diese E-Mail vor allem, um dich wissen zu lassen, dass es mir hier gut geht. Vielleicht ist unser Haus in Kapstadt kein Haus in Bonden, aber natürlich fehlst du mir sehr, aber verschwende dein Leben nicht damit. Du hast die Chance genutzt, hier rauszukommen und du hattest alles Recht der Welt dazu. Wie hättest du dieses Sicherheitsgesetz oder wie auch immer es heißt vorhersehen sollen? Das ging doch gar nicht. Ich weiß, dass du mir dieses dumme Versprechen gegeben hast, mich nachzuholen. Vergiss es einfach. Ich entbinde dich davon. Versprich mir stattdessen was anderes. Hör auf, wütend darüber zu sein und leb einfach dein Leben, bitte. Übrigens, dein alter Laptop geht immer noch. Ich tippe gerade sogar diese E-Mail darauf. Erinnerst du dich, wie viele Stunden wir vor diesem kleinen, abgeknacksten Bildschirm gesessen haben und du mir gezeigt hast, wie man ihn bedient? Aber die meiste Zeit haben wir diese uralte Version von Schiffe versenken gespielt, bei der nichts als Gitter und Kreise und Kreuze angezeigt werden. Hey, warum spielen wir nicht eine Runde per Mail, hm? Bring deine Schiffe in Stellung, nicht weiterlesen. Ich fange an, D2. Habe ich getroffen?
Ich freue mich so auf deine Antwort, großer Bruder, und vergiss das Versprechen, nicht. Deine Schwester Mbali. Ja, werde ich den Teufel tun, irgendwas von hochzuladen? Oh, jetzt schnell zu den ersten Einträgen von The Thought und schauen wir, wer der Eingeweihte ist. Schreibt Horsti im Chat. Hier von der... Das finde ich durchaus interessant. Okay. Okay, das ist irgend Werbung und das ist... Ja, weiß ich nicht. Haben wir zwei eigentlich? Nee, doch zwei. Das Minenfeld. Da hat er das relativiert. Drei. Gast. Das passt zumindest inhaltlich zu dem Austausch zwischen den beiden. Ja. Dann lass uns doch mal den Abraham-Text angucken. Mal gucken, was er zu Abraham Goldfest hat. Muss ihn bei Rosen suchen, muss wissen, was er da macht. Er war wirklich dort, hat mich aber nicht erkannt. Was macht er da drin? Was zum Teufel ist aus ihm geworden? Also, wir haben hier Praktikum bei Rosen. Februar 14 bis Juni 14. Gar nicht so kurz, 4 Monate. Hat er ein Praktikum bei Rosen gemacht und in der Zeit war Abraham Goldfels anscheinend da und er hat ihn dann auch da gesehen, tatsächlich. Interessant. Und das hier ist, das Hintergrundbild ist garantiert dann wohl das Bild von ihm und seiner kleinen Schwester, wie ihr hier den Laptop erklärt. Meine Fresse. Okay, Nina. Gott, echt schnuckelig. Wütend, wütend, wütend. Muss das mal checken. Soldatin in der Armee. Hat ein Kind, Michael. Glaubt nicht, dass sie hiermit was zu tun hat. Mhm. Cassandra. Größtenteils harmlos. Verhaftet? Schöne per Anhalter durch Galaxis-Anspülung. Anspülung, genau, Anspielung. Josef. Kein Plan, wer der Typ ist. Und Orwell. Okay, neues Überwachungssystem laut Winston. Crowdsourced. Kann das ganze Netz beobachten. Geheime Rekrutierung außerhalb der Nation. Folgende IPs probiert. Nüdel, 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 nüdel. Möglicher Einbruchspunkt. Backend-Server. 2 Firewalls im Weg, machbar. Benjamin Costigan. Anleiter? Was ist denn ein Ermittler? Fuck. Wurde hart rausgeschmissen. Versuche diese IP besser nicht nochmal. Vielleicht rückverfolgen sie mich. Okay. Oh Mann, ey. Dann lass uns mal auf dem Rechner von Catherine Delacroix schauen.